Einen wunderschönen guten Tag, meine wundervollen Zuschauer und Zuschauerinnen und natürlich an alle, die sich dazwischen definieren oder gar nicht so wundervoll fühlen. Du bist großartig, alles wird gut. Herzlich willkommen zu unserer Show am Wochenende, in der wir euch die Highlights der vergangenen Tage, die Releases der nächsten Woche und all die Spiele vorstellen, die ihr in den kommenden Tagen geschenkt bekommt, kostenlos ausprobieren oder im Rahmen eines Abos spielen könnt. Also holt euch ein kühles Erfrischungsgetränk, lehnt euch zurück und lasst uns mal sehen, was die Woche so für uns zu bieten hatte. Der große Blockbuster-Release der letzten Woche war natürlich Resident Evil Village, der inzwischen 10. Teil der Hauptserie. Das übernimmt die Ego-Perspektive von Resident Evil 7 und kombiniert den Rätselfokus aus Teil 1 und 2 mit dem Dorfszenario von Resident Evil 4. Im GameStar-Test konnte Ethan Winters zweiter Horrortrip begeistern. Village räumt 88 Punkte ab. Für Besitzerinnen und Besitzer einer Raytracing-fähigen Grafikkarte wird Metro Exodus noch schöner. Denn mit der Enhanced Edition ist diese Woche ein kostenloses Update erschienen, das den Endzeit-Shooter um DLSS-Unterstützung sowie beeindruckende Raytracing-Beleuchtung und Reflexionen erweitert. Aber wie eingangs schon erwähnt, klappt das nur mit einer Raytracing-fähigen Grafikkarte. Mehr Details dazu hat Fritz für euch im Video zusammengestellt. In Cryofall müssen wir viele Jahre in der Zukunft auf einem fremden Planeten überleben, besitzen aber nichts und starten deswegen von technischer Seite eher im Mittelalter. Statt Raumanzügen und Blastern geht es, wie für ein Survival-Spiel üblich, erstmal darum, Wasser, Essen und Unterschlupf zu finden. Im Laufe des Spiels lassen sich jedoch immer ausgefeiltere Sachen herstellen, unter anderem die eben erwähnten Raumanzüge, Blaster und Kampfmechs. Cryofall könnt ihr auf einem lokalen, privaten oder einem öffentlichen Server mit bis zu 200 anderen Spielerinnen und Spielern in einer Welt zocken. Ihr müsst euch nur entscheiden, ob ihr im PvE gemeinsam die Welt bezwingen oder euch im PvP gegenseitig an die Gurgel gehen wollt. Die Empfehlung für Cryofall kommt übrigens von Ann-Kathrin, ich kann mich dem aber nur vollständig anschließen. Für ein Survival-Spiel gibt es verhältnismäßig viele Ziele zu erreichen und man kann bei der Erkundung der ziemlich großen Map jede Menge Zeit totschlagen, ohne zu merken, wie sie vergeht. Und damit kommen wir zu unserem Blick in die Zukunft. Da gibt's vor allem ein paar spannende Re-Releases, sei es auf neuer Plattform oder remastered. Dieses Video wird euch präsentiert von Biomutant, dem schrägen Open-World-RPG von THQ Nordic und Experiment 101. Erschafft und genmanipuliert euren ganz persönlichen Biomutant, erkundet eine postapokalyptische Welt voller bunter Farben statt trister Grautöne auf eurem Reittier, in verrückten Fahrzeugen und Mechs oder mit bionischen Flügeln aus der Luft. Perfektioniert eure Wung-Fu-Künste mit Schwertern, Pistolen und Mutantenkräften und rettet den Lebensbaum. Oder auch nicht. Die Wahl liegt ganz bei euch. Das Multiplayer-Actionspiel Hood, Outlaws & Legends ist eine weitere Umsetzung des klassischen Robin Hood-Mythos, geht dabei aber genau in die Gegenrichtung von Mel Brooks' Helden in Strumpfhosen. Zwar stehlen Robin und seine Bande auch hier von den Reichen und geben es den Armen, statt heiterem Klamauk gibt's hier aber düster, blutiges Mittelalter. In Hood geht ihr zu viert auf den Raubzug in verschiedenen Maps, schleicht an KI-Wachen vorbei und versucht eine Schatztruhe zu klauen und müsst dabei schneller sein als das gegnerische Dieb. Team, das genau das gleiche plant. Vorbesteller dürfen Hood bereits ab dem 7. Mai spielen, der reguläre Release ist dann am 10. Mai. Den Prolog gibt's als Retro Machina Nucleonix schon jetzt kostenlos. Der Rest des Roboterabenteuers Retro Machina erscheint dann kommende Woche. Im ISO-Actionspiel von Entwickler Orbit Studio sucht ihr als kleiner Roboter nach Spuren der verschwundenen Menschheit. Alle anderen Roboter in der retro-futuristischen Stadt Endeavor City sind euch dabei aber auf den Fersen. Die Besonderheit: Eure Spielfigur kann als einziger Roboter andere Maschinen übernehmen und so nicht nur in Kämpfen auf eure Seite ziehen, sondern auch zur Lösung von Rätseln verwenden. Getsu Fumaden Undying Moon startet nächste Woche auf dem PC in den Early Access. Entwickelt wird das Roguelite Hack and Slay dabei aber nicht von einem kleinen Indie-Team, sondern vom großen Publisher Konami. Getsu Fumaden setzt auf den für Spiele ungewöhnlichen Grafikstil des japanischen Ukiyo-e, will trotz malerischer Kulisse aber knallharte Martial Arts Action liefern. Die Early Access Version enthält 10 verschiedene Levels inklusive kniffliger Bossgegner.
Später soll Getsu Fuma dann auch noch für die Nintendo Switch erscheinen. Nach den PC- und Mobile-Geräten kommt das Weltraumspiel Space Commander War and Trade kommende Woche auch noch auf die Nintendo Switch. Mit einem großen Unterschied. Anders als die werbebasierte PC- und Mobile-Version kostet die Switch-Fassung 9,99 Euro. Ansonsten gibt's auch in der Nintendo-Version mehrere Kampagnen und Sandbox-Modi mit Raumkämpfen, Handel und Weltraumforschung. Nächste Woche gibt's außerdem gleich einen Unterwasser-Doppelpack. Zunächst kommt nämlich das Tiefsee-Survival-Spiel Subnautica nach PC und Konsolen noch auf die Nintendo Switch. Die ist zwar inhaltlich identisch, grafisch kommt die Nintendo-Fassung aber nicht ganz an die bisherigen Releases ran. Außerdem verlässt am gleichen Tag auch die Fortsetzung Subnautica Below Zero den Early Access für PC und erscheint damit auch für PlayStation, Xbox und Switch. Below Zero spielt auf dem gleichen Planeten wie Subnautica, konzentriert sich aber auf die eisigen Regionen und liefert zig neue Kreaturen, Ausrüstung und Story-Geheimnisse zum Entdecken. Am 14. Mai ist die Welt fast vorbei, denn dann kehrt Commander Shepard samt seiner oder ihrer Crew mit der Mass Effect Legendary Edition für PC, Xbox One und PS4 zurück. Und da müssen wir einmal mehr nicht weniger als die Welt, ja sogar das gesamte Universum retten. Die Trilogie bekommt mit dieser Remastered-Kur schickere Texturen, modernere Beleuchtung und leichte Gameplay-Anpassungen spendiert. Im Kern werden wir aber das gleiche Abenteuer erleben wie Anfang der 2010er, nur eben ein bisschen aufpoliert. Und war was für euch dabei? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr am Wochenende spielen werdet. Ich lese das eigentlich immer ganz gerne. Wenn euch nächste Woche nichts kommt, was euren Geschmack trifft, dann gibt's vielleicht bei unseren Gratis-Games das ein oder andere, das ihr mal ausprobieren wollt. In dieser Rubrik stellen wir euch immer die Spiele vor, die ihr in den nächsten Tagen geschenkt bekommt oder gratis ausprobieren dürft. Im Epic Game Store gibt's diese Woche das Open-World-Adventure Pine kostenlos. Darin müsst ihr als kleines Menschlein You in einer Welt überleben, in der 5 sprechende Tierclans an der Spitze der Nahrungskette stehen. Grafisch und in Sachen Gameplay erinnert Pine vom niederländischen Entwickler Twirlbound an die Zelda-Spiele. Eines der wichtigsten Elemente des Spiels sind aber die dynamischen Machtverhältnisse der Clans im Spiel. Je nachdem, wie wir handeln, erobern und verlieren die 5 Tierstämme nämlich Siedlungen, schließen Bündnisse oder ziehen in den Krieg. Die Story-Kampagne dauert in etwa 20 Stunden. Wenn ihr Pine bis zum 13. Mai in eurem Epic-Account hinzufügt, dürft ihr es für immer behalten. Ebenfalls kostenlos zum Behalten gibt's noch dieses Wochenende auf Steam Nubaron – The Adventure of an Unlucky Gnome. In diesem bunten 2D-Plattformer übernehmen wir die Rolle des genannten unglücklichen Gnomes und müssen versuchen, unseren gestohlenen Glückshut zurückzubekommen. Auf Steam ist diesmal auch was für VR-Fans dabei, nämlich Museum of Other Realities. Es handelt sich im Grunde um ein digitales Museum, das wir in VR im Multiplayer mit anderen Spielerinnen und Spielern besuchen können. Wie der Name schon sagt, geht es dabei aber auch in eine Reise in fremde Realitäten, die die Grenzen des Unmöglichen erkunden. Das Ganze ist noch bis zum 20. Mai kostenlos spielbar. Und last but not least, ebenfalls in VR spielbar, aber nicht nur, könnt ihr noch bis zum 10. Mai auf Steam Ice Lakes kostenlos ausprobieren. In der Simulation können wir alleine oder im Multiplayer in verschiedenen Spielmodi Eis fischen. Wenn ihr lieber lest als hört, könnt ihr die meisten dieser Informationen natürlich auch ganz bequem auf unseren Webseiten einholen. Praktische Links gibt's in der Videobeschreibung. Bevor ich mich und euch jetzt ins Wochenende verabschiede, werfen wir noch einen kurzen Blick ins Team. Ann-Kathrin hat eine alte Schwäche eingeholt. Sie hatte nämlich Genshin Impact eigentlich längst hinter sich gelassen, wurde aber letzte Woche für einen Stream dazu überredet, auf der PlayStation 5 nochmal komplett neu anzufangen und ist direkt wieder gefangen. Und auch unser lieber Jonas bleibt seinem Ruf als JRPG-Süchtling treu und hat sein neuestes Schätzchen, The Legend of Heroes Trails in the Sky, offensichtlich aus einer Liste mit Spielen mit unnötig langen Titeln. Und ich, ihr wisst genau, was ich am Wochenende spiele. Damit bleibt mir nur noch, euch dringend ans Herz zu legen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, was hier so passiert. Wie zum Beispiel diese Preview von Falling Frontier oder dieses Video über Prehistoric Kingdom. Am Montag begrüßt euch an dieser Stelle wieder der fantastische Julius Busch und mich seht ihr jetzt erstmal ein paar Wochen nicht, denn ich gönne mir ein bisschen Urlaub. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ganz viel Spaß und guten Loot.